Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich bin super Knüller und, naja, ist ein bisschen müde. Ich weiß nicht richtig. Schwer zu sagen. Knüller auf jeden Fall. Aber ich versuche jetzt trotzdem zu spielen und hoffe, dass. Oh, ich sehe gerade, dass wir ja. Stimmt, wir sind ja jetzt hier, genau. Das wird jetzt wahrscheinlich ein ekliger Kampf. Das heißt. Muss kurz mal gehen. Das heißt, es wird jetzt interessant auf jeden Fall. Mal nachgucken, wie viel Tränke ich noch habe. Nur eine Katze. Na gut, dann wäre es natürlich sinnvoll, vorher nochmal zu meditieren. Volle Energy haben wir. Okay, dann. Ja, meditieren wir mal eine Runde. I always feel like somebody's watching me. Hallo? 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 Hat es ausgeschüttet? Der Numar wird jeden Moment hier sein. Ach, jetzt ist die Katze wieder weg, Idiot. Ich glaube, oder ist die bleibt die Katze? Ist jetzt nur wegen der Zwischensequenz? Na, ah, Katze bleibt, sehr gut. Oh Gott, das wird scheiße jetzt. Ich hasse die Dinger schon. Aber ich hasse die Dinger schon als normale Form. Jetzt als Endboss habe ich noch weniger Bock drauf. Mal ganz gut, aber wir müssen ihn halt im Endeffekt jedes Mal. Oh. Ja, genau, renn. Genau, das müssen wir quasi jedes Mal schaffen, weil nur das dafür sorgt, dass er richtig angreifbar ist. Roll rum. Kein Bock mehr, oder? Okay. Das Geile ist halt, ich kann den Rollen einfach irgendwie nicht ausweichen, also es klappt nicht. Normalerweise nimmt man ja auch keinen Schaden, wenn man ausweicht, aber irgendwie ist es bei dem egal. Mal die Hälfte, ey. Weg. Hör auf durchzudrehen, Kollege! Roll rum! Muss halt rumrollen und gegen so ein blödes, so eine blöde Wand rollen, dann wird's geil. Darauf hat er irgendwie keinen Bock. Wirklich mit die ekligsten Gegner im ganzen Spiel. Ach, jetzt habe ich irgendwelche Scheiße gebaut. Ja, das ist immer gar nicht geplant von mir, wenn er irgendwo reinfällt. Das macht er aber selber durch Zufall, weil er dumm ist. Ja, einfach Glück. Der stellt sich auf jeden Fall nicht so schlau an wie die normalen, finde ich. Und ich habe halt, wie gesagt, einfach gerade nur fettes Glück. Das kann auch sein, aber ich würde behaupten, der stellt sich einfach nicht so schlau an. Aber noch ein, maximal zweimal reicht,
dann wäre er tot. Aber erstmal schaffen, ne? Oh, jetzt geht die Scheiße wieder los. Was für ein Dummi. Ah, oh, komm schnell! Oh, steht wieder auf. Fuck. Aber. Ah, oh, es reicht nicht. Schade. Aber einmal noch würde reichen. Einmal noch. Oder noch 3-4 Mal einzelne angesetzte Schläge würde auch gehen. Da weiß ich allerdings nicht, wie viel ich genau brauche. Vor allem, wenn er sich so cool zur Seite wegrollt. Come on. Ach, das Schwert sieht jetzt richtig geil aus, wenn es so dunkel ist. Kriegt wieder gar nichts mit, oder was? Da bin ich doch überhaupt nicht. Was machst du denn? Die Scheiße wieder. Au. Och nein. Vielleicht habe ich Glück und er ist danach wieder so... Ich weiß nicht, ob das irgendwie normal ist, dass ihm dann schwindelig ist und er dann so liegen bleibt. Kann es sein? Nee, schade. Okay, es sind mehr als 3-4 Schläge, die wir brauchen. Von hinten machen wir halt gar keinen Schaden. Komm, dagegen irgendwo. Oh. Der wird auf keinen Fall sterben. Also das soll immer klar sein, ne? Weil, ja. Endlich. Wenn wir jetzt sterben würden, dann hätten wir noch so wenig Energie. Das wäre so heftig gewesen. Wir haben es geschafft, krass. Ich sehe aber nichts davon, dass er den Kopf abhaut. Was ist denn da los? Oh, er hat sogar einen... Trophäe ist klar, aber er hat sogar ein Schwert mit dabei. Sehr cool. Jetzt haut er ihn ab, den Kopf. Wobei, er schneidet ihn einfach nur ab. Ich frag mich, wenn man bei so einem Felsen, bei so einem Felsmonster, das ja quasi fast nur aus undurchdringbarem harten Gestein besteht, wie man da einen Kopf abschneiden will. Aber egal. Schauen wir uns erstmal die Trophäe an, die irgendwas bringt. Also das ist echt, das haben sie richtig, also diese Idee mit Trophäen, geil. Aber umgesetzt finde ich komplett dumm, weil erstens gibt es irgendwie nur gefühlt 3 Effekte, die auf alle Trophäen verteilt sind, die man finden kann. Und zweitens sind die Effekte in 90% der Fälle einfach Schrott. Also verstehe ich nicht, warum man da nicht erstens eine größere Auswahl an verschiedenen Effekten hat. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann Kampfkraft steigern, Verteidigung, Feuerschaden geben, Kälteschaden, Giftschaden. Das kann ja alles machen. Und dann logischerweise abhängig von der Schwierigkeit oder von der, ja, von dem Monster, von dem die Trophäe halt kommt, ist der Effekt dann halt besser oder schlechter. Also es sind 3 Effekte und die sind immer gleich beschissen im Endeffekt. So, schauen wir mal. Hä? Ach, hatte ich gar keine angelegt oder was? Ich hatte gar keine angelegt. Genau das meine ich. 5% Bonusgold. Erstens. Diese scheiß Bonusgold gibt's ständig, also gibt's total viele Trophäen, die das haben. Zweitens, 5%, das ist überhaupt nichts. Schwachsinn. Oh mein Gott, und es braucht halt auch niemand. Klar, ist jetzt bei Blood and Wine, das war das erste Expansion Pack, oder generell die erste Situation in Witcher 3, wo man mal etwas mehr Geld ausgegeben hat und wo ich wirklich mal an die Stelle gekommen bin, wo mir Geld gefehlt hat. So, und das war aber, keine Ahnung, das war halt nur ganz kurz und jetzt habe ich schon wieder, obwohl ich ja über 50.000 vielleicht sogar 100.000 schon ausgegeben habe, in Blood and Wine, habe ich jetzt schon wieder 65.000. Also es ist überhaupt kein Problem, an Gold zu kommen. Man braucht dieses dumme Bonusgold nicht. Das ist sinnlos. 10% Chance auf Verstümmeln, das ist auf jeden Fall noch geiler. Das werde ich jetzt auch nehmen. Oh, 50% Bonusgold ist doch etwas viel, finde ich. Also das ist okay, aber ich, wie gesagt, man braucht kein Gold, deswegen nehme ich das Verstümmeln. Wir hatten einfach keine angelegt gehabt, keine Trophäe, das war das Problem. Neues Schwert können wir nicht benutzen. Warum nicht? Benötigt die Stufe 48, was haben wir? 46, das fehlen noch 2.
Ist aber, wie man sieht, deutlich stärker als unser. Was haben wir zur Zeit? Ne? Aerondite, Army. Wäre geil, wenn immer so kleine Geschichten noch dazustehen würden zu diesen seltenen Gegenständen, wie es halt zum Beispiel bei Diablo 3 der Fall ist. Macht 81 plus, das ist schon mal geil. 300 Rüstungsersporung ist ziemlich viel, wobei welcher Gegner, welches Monster hat Rüstung, das ist ein sehr seltener Fall. 30% Quenzeichen-Intensität, totaler Rotz, brauchen wir nicht. 75% kritische Trefferbonus ist geil, kritische Trefferchance ist auch geil und Chance auf Taumeln ist auch nicht schlecht. Dreifach gesockelt und 81 Schaden plus ist halt schon viel, ne? Von daher würde ich es nehmen, aber wir brauchen noch zwei Level und das dauert noch ewig, weil ein einziges Level dauert schon sehr, sehr lange. Und dann habe ich denn hier bitteschön überlegenes Gift der Erhängten verwendet. Was ist das denn der Fall? Ja, es dauert immer noch sehr, sehr lange, weil wir noch nicht mal 47 sind und ja, davon sind wir noch sehr weit entfernt, also das dauert noch. Ich gucke nur gerade, wie die Haltbarkeit meiner Gegenstände noch ist. So, habe ich irgendwas vergessen? Die hatte ich schon geerntet, oder? Dinger hier. Ja. Was ist denn das für eine Duftspur? Ach, das ist die, die ich selber ausgelegt habe, alles klar. Ach, Schwalbes, Alter, fuck. Katze, ich hätte keinen Bock nochmal zu meditieren, nur um dann meine Katze aufzufüllen. Was mich jetzt interessieren würde, komme ich von hier aus irgendwie zu dem Fragezeichenort? Hierhin, bewachter Schatz, wie komme ich denn dahin? Ich bin Kilometer weit weg. Wir wissen mittlerweile, dass es ein bewachter Schatz ist, aber wir waren noch gar nicht da, oder? Hä? Verstehe ich nicht. Ich stotter gerne. Ich wähle das jetzt mal aus, damit ich weiß, in was für eine Richtung das liegt. Vielleicht kann ich da irgendwie hin. Halt, waren wir hier schon? Hier lag was. Hier waren wir noch nicht, krass. Ja, vielleicht kommen wir da irgendwie hin. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal an der Wand entlang und guck, ob ich. Okay, hier hört es eh auf. Oh, wir kommen hier hoch. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und hier scheint ja noch ein Stück reinzugehen. Also vielleicht finden wir hier noch was. Aber ich glaube, die Programmierer, ne, finden wir nicht. Haben gar nicht damit gerechnet, dass man hier reingeht oder reinkommt. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Das ist aber eine geile Verarsche. Ne? Die tun nämlich von unten so, als wenn das hier ein Ausgang wäre, also dass der Duft hier reinziehen kann. Und dabei ist es hier aber einfach ein Dead End, also sinnlos. Egal. Ich glaube, wir kommen von der Höhle aus nicht dahin. Ist halt auch super, super weit weg, ne? Kann man auch nicht vergessen. Hier geht's raus? Ich sehe halt nichts, ne? Ich sehe halt gar nichts. Ist hier noch irgendwas? Ne. Verdammt! Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkomme. Ich meine, es ist halt einfach nur ein bewachter Schatz, einfach nur ein blödes Fragezeichen. Das ist nicht super wichtig, aber. Wäre halt schon interessant. Also, ihr wisst ja, dass ich gerne versuche, jedes mitzunehmen. So. Hallo, steck bitte die Fackel weg, danke. Sind wir hier reingegangen oder sind wir jetzt hier rausgekommen? Sind wir hier reingegangen? Rausgekommen sind wir hier natürlich, oder? Weil hier war doch noch so ein Eingang, genau. Sind wir da reingegangen und sind hier rausgekommen? Oder sind wir hier reingegangen und auch hier rausgekommen? Das weiß ich gerade nicht. Ich guck mal in den anderen Eingang rein. Ne, ich glaube, wir sind hier rein. Ich glaube, wir sind hier rein und kommen dann nämlich nicht mehr raus. Ja, da war auch der Wasserfall am Anfang. Ja, wir sind hier rein, alles klar. Das wollte ich wissen. Ich markiere das jetzt mal und laufe dahin, auch wenn ich. Also eigentlich kann nur der Eingang irgendwo im Keller sein da. Das ergibt keinen Sinn. Ich laufe da nicht hin, ich laufe zum Hauptquest. Also es ergibt. Da ist dieser Eingang durch das Kellergewölbe von dem Weingut. Wir waren ja auch schon drin, logischerweise, und da gab es halt eigentlich keinerlei Möglichkeit,
da hinzukommen. Es könnte natürlich sein, dass es irgendwie verbunden ist mit dem Quest. Also, dass jetzt dadurch, dass wir das abgeschlossen haben, mit dem komischen Plumar, wo mir gerade einfällt, dass wir eigentlich mal nachschauen können, was da drinne stand. Okay, hat man schon durchgelesen gehabt beim letzten Mal. Haben wir nur das Bild nicht gesehen, aber wir wissen ja, wie er aussieht. Es kann natürlich sein, dass durch dieses Besiegen. Ah, das ist endlich mal geil hier. Endlich mal solche Weinstöcke ohne die komischen Holzdinger drumherum, dass man halt einfach durchdringen kann. Was wollte ich sagen? Genau, es kann natürlich sein, dass wenn man jetzt den Klumar besiegt hat, dass da irgendwie das Abschluss des Quests was verändert hat, dass das eingefallen ist, das Kellergewölbe oder keine Ahnung und. Ne, wir müssen da sogar rein. Und wenn wir deswegen jetzt da irgendwie tiefer reinkommen und zu diesem Ort können, wo eben der bewachte Schatz ist. Keine Ahnung. Also ich werde nochmal hier reingucken, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das irgendwas ändert. Vor allem, wenn er jetzt die Mauer repariert und wieder nicht mehr reinkommt. Och, pack doch mal deine Fackel aus. Endlich. Monsieur de Bourbeau, auf ein Wort. Bourbeau. Ich hoffe für dich, dass du mit guter Kunde kommst. Raus damit. Tja, deine Frau hat ein bisschen fremdgebumst, sag ich mal. Dieser Jean-Luc, der hatte tatsächlich einen Silberanhänger. Darin befand sich eine Locke von Madame de Bourbeaus Haar. Was? Aber wie konnte sie nur? Mir untreu zu sein, einem Herrn und Erben, wegen eines dreckigen Bauern? Oh, dafür soll sie büßen. Zweifellos, aber würdest du mich wohl vorher bezahlen? Für Dienste, die den Vertragsrahmen übersteigen? Da, sie wird es mit ihrer Mitgift bezahlen. War jetzt vielleicht nicht die netteste. Na wobei, also erstens habe ich nicht erwartet, dass ich dafür Kohle bekomme, wenn ich ihm das erzähle. Das war einfach nur so eine Nebengeschichte. Und zweitens, Ehrlichkeit wäre am längsten. Und ja, doch, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wie es gerade abgelaufen ist, muss ich zugeben. Aber ich finde trotzdem okay, dass ich es gemacht habe. Also es war jetzt nichts Verwerfliches, ihm zu erzählen, dass seine Frau fremd geht. Also ja, zumal der Typ jetzt tot ist, mit dem sie jetzt lang gegangen ist. Die Bestie, die dir Ärger gemacht hat, ist tot. Es war ein Glumar. Glumar? Was in aller Welt ist denn das? Eine Art Kreuzung aus Maulwurf und Raupe. Und so groß wie eine Scheune. Ja. Nun, Meister Hexer, mein erster Eindruck von dir war nicht überwältigend. Aber nun hast du dich doch als würdig erwiesen. Hier, dein Lohn. Nun entschuldige mich. Ich habe mit meiner Frau zu reden. Die Leute sagen, irgendein riesiger Panzermaulwurf hätte die Tunnel unter dem Fundament gegraben. Darum stürzt alles ein. Ein blinder Riese ist dieses verdammte Biest. Kruft hier überall rum. Wir kommen echt nicht mehr da rein, oder was? An Steinarbeiten. Das stimmt. Oh Gott, was? Wie soll man denn da runterkommen zu diesem bewachten Schatz? Bin ich dumm oder was? Ich bin dumm, ja, ich bin dumm, ich weiß, aber das ist was anderes jetzt. Ich meine, ich kann ja dumm sein, aber trotzdem da irgendwie, ne? Oder? Ich kapiere das nicht. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Wir waren ja schon so nah, dass das Spiel uns verrät, das ist ein bewachter Schatz. Aber da muss es doch einen Eingang geben, verstehe das nicht. Scheiße, Mann, wie kommt denn hier runter? Man kann doch nicht so weit weg sein. Also eigentlich hätte ich ja gedacht, hier in der Region, logischerweise, aber hier bin ich ja lang gelaufen. Hier kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, jetzt hier stundenlang rumzusuchen. Mach ich jetzt auch nicht. Scheiß drauf. So, wie ist jetzt der weitere Plan? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich das lange nicht mehr gespielt. Wie sieht's aus mit Nebenquests? Zu Hause ist am schönsten. Lass Coppo Bianco in deinem Licht erstrahlen. Was sind wir denn eigentlich gerade? Ich habe gar keine Idee gerade. Wo war mein Anwesen? War das das hier? Klar, dann würde ich jetzt sogar einfach mal bei meinem Anwesen vorbeischauen, einfach weil ich Bock habe.
Ja. Nee, es ist da drüben. Ach so, krass. Och, das ist jetzt doch ganz schön weit weg. Da müsste ich eigentlich hinreisen. Nein, ich keinen Bock drauf. Was gibt's noch? Ich glaube, das war's, ne? Ach ja, da müssen wir nochmal hin. Wo ist das? Ah! Ja, dann gehen wir da jetzt hin. Was soll das? Dann können wir auch direkt hier das letzte Anschlagbrett mitnehmen. Sehr gut. Dann können wir doch hier ein bisschen jetzt gucken. Ich mach mal hier hin, so. Vielleicht gibt's ja doch hier irgendwie eine Höhle. Wenn wir Glück haben. Wenn. Aber es kann eigentlich nicht sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bist du betrunken? Weil hier sind überall die Weinberge. Wo soll denn da hier eine Höhle sein? Und vor allem warum? Und warum soll ich nicht. Also würden die doch mir davon erzählt haben in dem Auftrag? Oder so. Am ehesten macht es ja Sinn, dass die. Ist ein Höhleneingang hier an solchen Klippen hier. In Anführungsstrichen Klippen, es sind keine Klippen, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, an solchen hügelähnlichen Dingern hier, dass da irgendwo halt mal ein Eingang ist, aber ich sehe keinen. Da drüben noch gucken bei dem Baum. Weil wie gesagt, so weit weg kann ich es mir... Also, logischerweise, je weiter der Eingang oberhalb entfernt ist, desto weiter muss ich ja auch unter der Erde weiterlaufen. Und so viele riesige Höhlen gibt es ja eigentlich hier nicht. Das ist eher selten der Fall. Es war alles hügelig und so. Also hier wird es echt Sinn machen, aber es ist ja nirgendwo. Wie gesagt, wir sind auch jetzt schon viel zu weit weg. Egal, komm, wir machen weiter das Hauptquest. Ich würde sagen, beim nächsten Mal liken, also nicht beim nächsten Mal liken und kommentieren, das macht ihr jetzt bitte. Aber beim nächsten Mal machen wir weiter mit dem Hauptquest. Ja, das ist kein Hauptquest, das ist ein Nebenquest. Ihr wisst, was ich meine, kein Fragezeichen halt. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Apaxis. Tschüss.